Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's angezockt von Die Simpsons Hit and the Run, also ein neues Let's angezockt von Simpsons Hit and the Run. Weiterspielen. Das ist ein älteres Spiel, also ich mache jetzt ein bisschen öfters ja Let's angezockt, wie man vielleicht im Infovideo dann mal bemerkt hat. Und ich habe gedacht, Simpsons Hit and the Run, das ist zwar ein altes Spiel aus dem Jahre 2003, aber guckt euch mal die Grafik an. Ich bin eigentlich schon weiter, ich habe das Spiel eigentlich schon fast ein Jahr. Ich bin eigentlich schon fast fertig, war ich mit dem Spiel, aber dann habe ich aus Versehen auf Neues Spiel gedrückt. Und dann war halt alles vorbei. Ja. Der Spieler hat auf jeden Fall sehr viele Gags für Simpsons-Fans, muss ich schon jetzt sagen. Ist eine GTA-Verarsche, es ist wirklich Open World. Man kann alle Autos klauen und so, man kann Rennen fahren, man kann Missionen machen. Man kann Geld sammeln, man kann Autos kaufen. Jetzt habe ich einen Plattfuß. Die Geschichte ist auch von den Machern, ja, die ist auch von den Menschen. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolevel. Die Geschichte ist auch von den Menschen, die die Simpsons gemacht haben und die oder sprechen, die sind auch die Sprecher von den Simpsons halt, also die Figuren da sprechen. Ist auf jeden Fall cool gemacht und hat auch eine geniale Grafik für das Jahre 2003 und die Animation gefällt mir einfach. Also ist eigentlich eine recht gute Grafik für das Jahr 2003. Es ist auch so ein bisschen Jump'n'Run-Spiel, wie man sehen kann. Ich kann euch einen Link in die Beschreibung setzen, wo man sich das noch kaufen kann. Es gibt es wahrscheinlich nur auf Amazon bei eBay. Und es wird auch nicht mehr richtig hergestellt, weil das Spiel ja, wie schon gesagt, aus dem Jahre 2003 ist. Es gibt halt viele lustige Sachen. Und ja. Und eine Sammelkarte. Da sind auch so Karten dabei, wo man sammeln kann. Da oben ist eine. Warte mal, was? Ja, damit. Du meinst, ich brauche noch mehr? Ja, das brauchst du. Da unten ist Barts Baumhaus. What? Cool. Cool, cool. Biene. Also ich will auch nicht viel zu der Story erzählen. Es ist was Seltsames passiert. Also ich erzähle euch mal die Story. Seltsame Sachen geschehen in Springfield. Autos so schön. Also wartet mal, ich muss mir das kurz holen. Wo ist das? Jetzt. Ich kann es jetzt nicht finden, aber ich erzähle es euch mal. Seltsame Sachen geschehen in Springfield. Menschen verschwinden, Autos verschwinden und seltsame Grundkreise sind in den Feldern. Man sieht seltsame Flugobjekte. Und wir sollen herausfinden, was geschehen ist. Und ja, seltsame Sachen passieren in Springfield. Und wir müssen herausfinden, wie das geschehen ist und was da passiert. Alles. Und es wird auch immer unheimlicher. Ich kann euch schon mal sagen, es verschwindet Bart und es wird auf jeden Fall ganz geil. Es verschwindet auf jeden Fall Bart in dem Spiel. Soweit bin ich schon gekommen. Und es wird auf jeden Fall geil. Also soweit war ich schon. Aber mehr will ich nicht dazu sagen, weil es eigentlich ein ganz gutes Spiel ist. Und wenn ihr herausfinden wollt, könnt ihr es ja selber kaufen. Weil ich glaube, so viel kostet das Spiel gar nicht mehr. Wie früher hat es natürlich mehr gekostet. Ich weiß nicht, also es kostet trotzdem immer noch viel dafür, dass es dafür. Also es kostet immer noch viel dafür, dass es ein altes Spiel ist, aber man kann es bezahlen. Das ist jetzt nicht so. So teuer, also ja. Angenehmer Preis, würde ich mal sagen. Ein recht billiger und dazu noch angenehmer Preis. Endlich bist du weg. Die kracht auch noch zusammen. Und schön ganze Geld einsammeln. Also es kann sein, dass es bei mir, wo ich das alles mit dem Spiel gekauft habe, da war das seltsamer, da ging das Spiel gar nicht, aber jetzt geht es einfach frei. Mein Schritt ist ganz wund. Ich weiß nicht wieso. Und ja. Wir können auch eine Mission machen in eins von den Teilen. Wir finden das einfach Stock von den vier Teilen. Und ja. Vielleicht so zwei Teile, wo wir rumfahren. Und zwei weitere Teile, wo wir dann so Mission machen. Ich weiß es nicht. Wie ist denn der Sound?
Ja. Okay, da habe ich nur die Box ein bisschen lauter drin gestellt. Und hier. Hui. Bitte verklag mich nicht. Es geht doch hier das Atomkraftwerk, ich kann es euch zeigen. Ja, geh mal weg. Wo soll ich denn die alle hinpacken? Die Polizei kann euch auch verfolgen, ich kann es euch zeigen. Jetzt kommt nämlich, wenn der hinten und rankommt, dann verfolgt euch die Polizei. Meine minderwertige Schufte! Au! Mein Arsch! Schön, schön. Oh, what? Ich kann nicht mehr umfahren. Hauptsache, die existieren nicht nur in meiner Fantasie. Au, mein Kopf! Boah. Mach du das erstmal besser. Ich bin nicht versichert. Ich glaube auch nicht. Hey, jetzt da, genau da. Oh, ich habe mein Kaugummi verschluckt. Jetzt wurde ich gefangen. Jetzt muss ich halt die Geldbuße zahlen. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Vorsicht, mein Lieber. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Wir fahren durchs Atomkraftwerk. Ist auch bestimmt sehr gesund. Und überall Freimaurerzeichen, egal. Ja, sitzen ist am schönsten. Friss meinen Staub. Nenn mich einfach Air Homer. Kommt mal hier hoch. Die wir haben, die Sammelkarte. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen abgefuckt auf diese Sammelkarten. Ach, das war doch schon fast dran. Oh, komm. Verdammt. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Weg. Auf bald, ihr Versager! Ist ja bloß, dass ich da festhänge, das wäre eine Fallscheiße dann. Nee, zum Glück nicht. Und jetzt fahren wir hier wieder und das hier unten ist auch alles mit der Straße geteert. Das ist hier nämlich das Eigentum von Mr. Burns. Wir sind jetzt nämlich hinten rumgefahren, das Ding ist. Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Das da ist das auch. Und ist das Eigentum von Mr. Burns? Das da? Das Großhaus kann ich nicht. Nehmen wir mal hier so einen kleinen Weg. Ich finde fast noch nie gefahren, den kleinen Weg hier. Das ist nur selten. Das ist ein richtig mieser Tag. Hier gibt es eine ganz schnelle Karre. Die will ich euch noch zeigen. Vorsicht! Jetzt hätte ich fast meinen Drink verschüttet. Wissen die? Da ist es da so ein ganz schnelles Auto, das muss ich euch aber zeigen. Das ist zwar nicht stabil, aber das ist so schnell, also wenn ihr es habt. Das ist mittelmäßig für Rennen. Also wenn ihr so ein Rennen fährt in dem Spiel, das ist es mittelmäßig, weil auf einer Seite ist es zwar extrem schnell, damit könnt ihr gewinnen, aber es ist so nicht, aber kein bisschen stabil. Also wenn du irgendwas gegen Rand knallst, das geht extrem schnell kaputt, das Auto. Deswegen ist für Rennen auch nicht so arg gemacht. Man könnte zwar gewinnen, man müsste aber eine ganz zärtliche Hand haben, um das zu steuern. Das war aber ein geiler Schritt. What? Beine auf dem Boden geknallt. Jetzt raucht es schon, ich müsste mal wieder. So, jetzt ist es wieder richtig. Mit so einem Schraubenzieher, da kann man wieder sein Auto reparieren. So, würde ich mal sagen. Nein.
Friss meinen Staub! Wow, der Wagen hält ganz schön was aus. Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Eine Erdnuss. Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel. Warte mal, ich gehe wieder nach hinten. Da ist nämlich das Auto, unser altes Auto. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Und da parken wir mal dieses Auto genau hier. Was schön. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge Blitz angezockt. Bis dahin.